Beim Kettenparcours ist Teamwork gefragt. Drei Spieler halten sich an den Händen und überwinden verschiedene Hindernisse. Jeder Spieler muss dabei einmal den Ball am Fuß gehabt haben. Reißt die Kette, muss das Team von neuem beginnen. Der Durchgang gilt als erfolgreich beendet, wenn alle gemeinsam den Startpunkt wieder erreicht haben.